Hallo und herzlich willkommen. Heute kümmern wir uns um den schiefen Wurf. Wurfprobleme sind uns aus dem Alltag, vor allem aus dem Sport, bekannt. Kommen wir zunächst zu den Voraussetzungen, die wir benötigen, um physikalische Wurfprobleme lösen zu können. Als erstes gilt es, die Komponentenzerlegung von vektorellen Größen zu verstehen. Betrachten wir dazu dieses Koordinatensystem hier und einen Vektor V0, den wir eben nun in seine x- und in seine y-Komponente zerlegen wollen. Dazu verwenden wir einfache Trigonometrie, das heißt, wir brauchen den Winkel Alpha, den der Vektor V0 mit der x-Achse einschließt. Dann können wir die x- und die y-Komponente des Vektors V0 darstellen als den Betrag von dem Vektor V0 mal Cosinus Alpha oder eben für die y-Komponente den Betrag von V0 mal Sinus Alpha. Das Zweite, was es zu verstehen geht, sind die Bewegungsgleichungen der beschleunigten Bewegung. Zunächst im eindimensionalen Fall wird der Ort als Funktion der Zeit dargestellt als s von t ist gleich s0 plus v0 mal t plus 1/2 at². Hierbei ist s0 ein Startpunkt, v0 ist die Anfangsgeschwindigkeit der Bewegung und a die Beschleunigung. Die zweite Bewegungsgleichung ist die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit, also v von t ist gleich v0 plus a mal t. Auch hier haben wir wieder V0 die Anfangsgeschwindigkeit und a die Beschleunigung. Als letztes gilt es zu verstehen, dass bei Bewegungen in mehreren Dimensionen man die Bewegungsgleichung unabhängig voneinander betrachten kann. Das heißt, der Ort als Funktion der Zeit wird nun dargestellt als ein Vektor r von t, eben als eine Komponente für die x-Richtung und eine für die y-Richtung, die man dann genau wie im eindimensionalen Fall darstellen kann als x0 plus vx0 mal t plus 1/2 ax mal t². Und für die y-Komponente y0 plus vy0 mal t plus 1/2 ayt². Auch hier haben wir wieder den Startpunkt x0 oder eben y0. Wir haben die Geschwindigkeiten, die Anfangsgeschwindigkeiten vx0 und vy0 und eben die Beschleunigung ax und ay. Zweite Funktion, die wir haben, ist die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit. Auch hier jetzt als Vektor geschrieben. V von t ist eine Geschwindigkeit in x und eine Geschwindigkeit in y-Richtung, die eben dargestellt sind als vx0 plus ax mal t oder vy0 plus ay mal t. Man sieht schon hier direkt, dass das dieselben Gleichungen sind, die wir auch im eindimensionalen Fall hatten. Deswegen kann man sich auch leicht vorstellen, dass sich diese beiden Vektoren auch auf eine dritte Dimension erweitern lassen. Kommen wir wieder zurück zum Beispiel des Fußballers. Ihr seht uns hier, wie wir auf dem Sportplatz stehen und ich versuche, den Ball über Stefan als äußerst effektive Ein-Mann-Mauer zu lupfen. Dabei interessiert mich natürlich vor allem, wie weit komme ich mit meinem Schuss, damit eben der Ball rechtzeitig vor dem Tor wieder runterkommt, also die maximale Schussweite S-Max. Die andere Frage ist, wie hoch komme ich mit meinem Schuss, damit ich den Ball über Stefan hinüber lupfen kann, also die maximale Schusshöhe H-Max. Der erste Schritt zum Lösen solcher Probleme ist, sich ein Koordinatensystem zu zeichnen. In diesem Fall drehen wir dazu zunächst das Problem um, damit eben der Ball in positiver x-Richtung über Stefan hinüberfliegt. Dann zeichnen wir uns ein Koordinatensystem. Das Koordinatensystem wählt man immer so, dass man das Problem weitmöglichst vereinfacht. Das heißt, in diesem Fall, ich lege das Koordinatensystem so in den Ball hinein, dass der Ball im Koordinatensystem Ursprung ist. Und des Weiteren der Ball in positiver x-Richtung fliegt, sodass ich die z-Komponente der Bewegung, also die dritte Dimension in unserer Welt, sofort vernachlässigen kann. Somit vereinfacht sich unser Problem auf ein zweidimensionales. Wir nehmen also an, dass der Ball in dem Moment, wo ich ihn mit meinem Fuß treffe, die Anfangsgeschwindigkeit v0 bekommt. v0 können wir in die x- und y-Komponente zerlegen. Betrachten wir nun nochmal unsere Bewegungsgleichung. Wir haben also den Ort als Funktion der Zeit für ein zweidimensionales Problem. Das heißt, wir haben eine x-Komponente und eine y-Komponente mit den bekannten Bewegungsgleichungen. Und wir haben die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit auch in x- und y-Komponenten aufgedröselt. Der erste Schritt ist nun, sich zu überlegen, anhand der Randbedingungen, wie wir diese Gleichungen noch weiter vereinfachen können. Wir haben das Koordinatensystem so gelegt, dass der Ball genau im Koordinatensystem Ursprung lag. Das heißt, x0 und y0 können wir gleich 0 setzen. Da in diesem Beispiel nur die Gravitationskraft wirkt, gibt es auch keine Beschleunigungen in x-Richtung. Das heißt, ax ist auch gleich 0. Wohingegen in y-Richtung, wie gerade schon gesagt, die Gravitationskraft wirkt. Das heißt,
Auf den Ball wirkt in y-Richtung eine negative Beschleunigung, deswegen ist ay gleich minus g. Als nächstes können wir nun diese Randbedingungen, die wir hier oben festgelegt haben, in unsere Bewegungsgleichungen einsetzen. Wer will, kann jetzt ja auf Pause drücken und dies selber probieren. So sehen die Gleichungen aus, wenn wir unsere Werte aus den Randbedingungen in unsere Bewegungsgleichungen eingesetzt haben. Zurück zu unserem Fußballer. Wie hoch kommt der Ball am höchsten Punkt? Wenn der Ball den Boden verlässt, wirkt sofort die Erdbeschleunigung als bremsende Kraft auf den Ball. Diese sorgt dafür, dass der Ball abgebremst wird, sodass am höchsten Punkt die Geschwindigkeit in y-Richtung exakt gleich 0 ist. Die Frage ist nun, nach welcher Zeit geschieht dies? Also wir suchen die Zeit t-max, die eben den Zeitpunkt bezeichnet, an dem der Ball den höchsten Punkt der Flugkurve erreicht. Betrachten wir uns unsere Bewegungsgleichung nun noch einmal. Wir haben gesagt, an der Stelle t-max ist vy von t-max gleich 0. Wenn wir uns unsere Bewegungsgleichung angucken, müssen wir also diese Gleichung verwenden. Setzen wir diese Gleichung gleich 0, können wir nun den Zeitpunkt bestimmen. Dazu müssen wir nur diese Gleichung umformen. Als nächstes addieren wir also beide Seiten der Gleichung mit g mal t-max und kommen so auf vy0 ist gleich g mal t-max. Wenn wir nun die Gleichung auf beiden Seiten durch die Erdbeschleunigung teilen, kriegen wir unseren Ausdruck für den Zeitpunkt, an dem der Ball den höchsten Punkt der Flugkurve erreicht hat. t-max ist gleich vy0 durch g. Zurück zu unseren Bewegungsgleichungen. Mich hatte bei meinem Schuss vor allem interessiert, wie hoch kommt der Ball, um den Ball über Stefan rüber zu lupfen. Wenn wir uns unsere Bewegungsgleichung betrachten, fällt uns auf, dass die Höhe natürlich über die y-Komponente der Ortsfunktion gegeben ist, eben über diese Gleichung hier. Das heißt, wir nehmen die Gleichung und setzen nun einfach für t das von uns zuvor bestimmte t-max ein. Es ergibt sich also, y von t-max ist gleich vy mal t-max minus 1/2 g t-max Quadrat. T-max Quadrat ersetzen wir jetzt hier oben mit und erhalten so vy0 Quadrat durch g minus 1/2 vy0 Quadrat durch g Quadrat mal g. Dieses g können wir noch hier unten mit dem g Quadrat kürzen. So vereinfacht sich dieser Term noch weiter. Und wir erhalten als Endergebnis v an der Stelle t-max ist gleich 1/2 vy0 Quadrat durch g. Und dies entspricht eben genau der gesuchten Höhe, die der Ball erreicht an dem höchsten Punkt. Die zweite Frage, die mich interessiert hat, war, wie weit kommt mein Schuss nun, damit der Ball eben vor dem Tor wieder zurück zur Erde kehrt und ich nicht über das Tor hinweg schieße. Also, wir suchen die maximale Schussweite S-Max. Wir hatten nun schon vorhin festgehalten, dass der Ball von der Erdbeschleunigung abgebremst wird, sodass am höchsten Punkt der Flugkurve die Geschwindigkeit in y-Richtung exakt gleich 0 ist. Betrachten wir nun den weiteren Verlauf des Balles, so fällt auf, dass die Bewegung komplett symmetrisch ist, da eben der Ball zunächst abgebremst wird und genau dieselbe Zeit zur Verfügung steht, um den Ball in y-Richtung wieder zu beschleunigen, bis er eben auf dem Boden auftrifft. Das heißt, wenn wir nach der absoluten Zeit suchen, die der Ball in der Luft ist, ergibt sich, dass diese gerade 2 mal t-max ist. Mit dem, was wir vorhin bestimmt haben, kommen wir also auf 2 mal vy0 durch g. Zurück zu unseren Bewegungsgleichungen. Wir suchen nun nach der maximalen Schussweite und diese ist eben genau gegeben über die x-Komponente der Ortskurve. Das heißt, wir müssen eigentlich nichts weiteres machen, als die Flugzeit in diese Gleichung hier einzusetzen. Also ergibt sich x von t Flug ist gleich vx0 mal 2 mal t Max. T Max können wir nun auch noch einsetzen und erhalten so x von t Flug ist gleich vx0 mal 2 mal vy0 durch g. Und das ist genau die gesuchte Schussweite. Gucken wir uns nun nochmal eine weitere Sportart an. Der Bogenschütze schießt den Pfeil von einer erhöhten Position aus, was unser Problem etwas schwieriger macht. Den Bogenschützen interessiert natürlich vor allem, wie weit kommt denn sein Pfeil. Also wir suchen wieder die Schussweite S-Max. Der erste Schritt besteht nun wieder darin, ein geeignetes Koordinatensystem zu wählen, sodass wir unser Problem so weit wie es geht vereinfachen können. Wir legen das Koordinatensystem also so, dass der Bogenschütze genau bei x gleich 0 steht. Auch hier gehen wir wieder davon aus, dass der Pfeil
sobald er den Bogen verlässt, eine Anfangsgeschwindigkeit V0 hat, die wir wiederum in ihre x- und y-Komponenten zerlegen können. Betrachten wir die Bewegungsgleichung und überlegen uns auch hier, wie wir diese anhand der Randbedingungen vereinfachen können. Wir hatten das Koordinatensystem so gelegt, dass der Bogenschütze bei x0 gleich 0 steht. Für y0 kommt nun aber erschwerend hinzu, dass der Bogenschütze gegenüber dem Boden um eine Strecke h erhöht steht. Also y0 ist gleich h. Für die Beschleunigung in x-Richtung gilt auch hier, dass diese gleich 0 ist. Und für die Beschleunigung in y-Richtung haben wir auch hier die Erdbeschleunigung, also ay ist gleich minus g. Nun könnt ihr wieder versuchen, diese Randbedingungen in unsere Bewegungsgleichung einzusetzen und zu schauen, wie sich diese vereinfachen. Eingesetzt sehen unsere Bewegungsgleichungen nun wie folgt aus. Und der nächste Schritt besteht darin, sich die Flugkurve des Pfeils anzugucken und anhand der Eigenschaften des Pfeils während des Fluges festzulegen, mit welcher Gleichung wir weitermachen wollen. Was ich damit meine, sehen wir jetzt hier. Das Problem mit dem Bogenschützen ist, dass an der höchsten Stelle des Fluges, also Vy gleich T max, zwar die Geschwindigkeit gleich 0 ist, das uns zunächst aber nicht weiterhilft, da eben die Zeit, die der Pfeil vom Verlassen des Bogens bis hier oben braucht, ungleich der Zeit ist, die der Pfeil von hier oben bis zum Auftreffen auf den Boden braucht. Eben dadurch, dass der Bogenschütze hier um eine Höhe h gegenüber dem Boden versetzt ist. Wir brauchen also eine andere Gleichung und nehmen dafür den Zeitpunkt, an dem der Pfeil auf dem Boden aufkommt. An dieser Stelle, also nach der gesamten Flugzeit t Flug, ist nämlich die y-Komponente gleich 0, da eben der Pfeil hier unten auf dem Boden auftrifft. Zurück zu unseren Bewegungsgleichungen. Y von t Flug gleich 0 interessiert uns, das heißt, wir benutzen diese Bewegungsgleichung hier unten, eben die für die y-Komponente. Diese Gleichung müssen wir nun für T-Flug auswerten. Das heißt, wir setzen T-Flug in die Gleichung ein und bekommen y von T-Flug ist gleich h plus V0 mal T-Flug minus 1/2 g T-Flug-Quadrat ist gleich 0, weil der Pfeil auf den Boden aufschlägt. Diese Gleichung müssen wir nun umformen und auflösen, weil uns eben genau die Flugzeit interessiert. Dazu addieren wir nun zunächst beide Seiten der Gleichung mit 1/2 g T-Flug-Quadrat. Als nächsten Schritt dividieren wir g auf beiden Seiten der Gleichung und multiplizieren beide Seiten der Gleichung mit 2. Als letzten Schritt holen wir nun wieder alles auf eine Seite, damit wir auf eine Gleichung kommen, die euch bestimmt bekannt vorkommt. Das heißt, wir subtrahieren 2 durch g mal h und 2 durch g mal vy0 mal t Flug und erhalten t Flug Quadrat minus 2 vy0 durch g mal t Flug minus 2h durch g ist gleich 0. Gleichungen dieser Form kennen wir aus der Schule. Dort haben wir nämlich gelernt, dass Gleichungen der Form x² plus px plus q gleich 0 genau zwei Lösungen haben, nämlich über die pq-Formel. Also Nullstellen dieser Gleichung sind x 1/2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist festzulegen, wie unser p und wie unser q ausschauen, indem wir diese Gleichung hier mit unserer hergeleiteten Formel für t Flugquadrat vergleichen. Wir kommen so damit auf p ist gleich minus 2 vy0 durch g und q ist gleich minus 2h durch g. Diese beiden können wir nun einfach in die pq-Formel einsetzen und so unsere Nullstellen des Problems oder die möglichen Lösungen für t-Flug bestimmen. Wir erhalten also t-Flug ist gleich vy0 durch g plus minus die Wurzel aus minus vy0 durch g zum Quadrat plus 2h durch g. Die Frage ist nun, welche der beiden Lösungen hier die richtige ist. Gehen wir zurück zu unserem Bogenschützen auf deiner Tribüne. Wenn wir jetzt mal beispielhaft hier Zahlen einsetzen würden, würde sofort auffallen, dass nur die Lösung mit dem Plus Sinn macht, weil es keine Negativflugzeiten geben kann. Da seid ihr nun aufgefordert, das mal selber auszuprobieren. Setzt einfach beispielhafterweise irgendwelche Werte hier für vy0, g und h ein und probiert das Ganze mal aus. Ihr werdet dann darauf kommen, dass die Flugzeit gegeben sein muss als vy0 durch g plus die Wurzel aus dem Term hier hinten. Mit dieser Flugzeit, die wir nun bestimmt haben, können wir wieder zu unseren Bewegungsgleichungen zurückgehen, da uns ja die Schussweite interessiert hat. Und die Schussweite ist eben über die x-Komponente der Ortsfunktion gegeben. Alles, was wir noch machen müssen, ist nun unsere Flugzeit in diese Gleichung einzusetzen. Betrachten also x von t Flug ist gleich vx0 mal t Flug. Setzen T-Flug dafür ein und kommen auf diesen komplex aussehenden Ausdruck, der eben genau der maximalen Schussweite, also S-Max, entspricht.